Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen an alle, die bei mir zuschauen wollen. Wir sind wieder dabei, im Graveyard ein wenig zu keepen. Der war schlecht, aber viel besser wird es dieses Jahr auch nicht mehr. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wo wir diesen blöden Hopfen herbekommen. Es hat ja auch nur ewig gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Und zwar bei Müller, genau die Person, die wir bei der letzten Aufnahmesession nicht beachtet haben, weil ich mir dachte, ach, der verkauft eh nichts Interessantes. Das heißt, ich laufe jetzt einmal direkt dorthin, um festzustellen, dass er doch gar nicht da ist. Ja, gut. Dann sammeln wir noch ein paar Motten. Oder gelbe Blumen. Oder nur weiße Blumen. Na gut. Ich werde da drüben, glaube ich, Blumen klauen. Ne, können wir nicht. Blumen Overflow. Ich brauche sie eigentlich nicht. Ach stimmt, die Burger wollte ich ja noch beim Hexenhügel abliefern. Die habe ich beim letzten Mal nur gemacht und nicht wirklich ausgeliefert. Bei der Gelegenheit, sollte dir mein Let's Play gefallen, lass gerne ein Like da. Sollte dir der Kanal gefallen, lass gerne ein Abo da und so weiter und so fort. So, Hopfensamen, 8 Stück. Ich will sie alle haben. Ich kaufe auch mal den Hopfen auf. Dann können wir nämlich schon mal anfangen, dieses Bier zu brauen. Wir brauchen ja 10 Stück. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Hopfen wir für ein Bier brauchen. Anpflanzen müssen wir den Kram auf jeden Fall hier beim Wein, weil Wein und Hopfen, das hat ja unterschiedliche gleiche Wachstumsbedingungen. Das kennt man ja. Oder so. Dann liefern wir hier schon mal das Fresszeug ab. Wir können hier noch mehr platzieren. Okay. Alles klar. Das hatte ich schon fast befürchtet. Dass wir da jetzt einfach ewig weitermachen können. Der Wein ist auch soweit gut. Dünger. Nein, stimmt. Den Kram lasse ich gleich hier. Es reicht immerhin für ein Fässlein Wein. Aber leider nicht mehr. Aber wir haben auch wieder 2 Samen dazu bekommen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Irgendwie doch nicht hier. Auch euch brauche ich eigentlich nicht. Der Kram ist viel wichtiger. Das ist 3x3, jawohl. Ich würde mich gerne eine zweite Zombie-Farm machen. Zweite Zombie-Farm, ich glaube nicht. Egal, ich mache hier den Kram trotzdem weg, weil das wäre eigentlich der Ort für die zweite Zombie-Farm.
irgendwas müssen wir uns ja auch beschäftigen, ansonsten sind die Let's Plays ja auch immer so einödig, wenn wir nichts machen. Irgendwie muss man ja weiterkommen. Nein. Das ist, hat tatsächlich den Grund, dass ich hier eine zweite Zombie-Farm machen möchte. Früher oder später. Bevor ich jetzt da aus Versehen was pflanze, mache ich jetzt lieber die Felder weg. Wahrscheinlich werden wir bis zum Endgame nie wieder hier das Feld betreten und dort garantiert nichts mehr hinsetzen. Ich kenne das doch. So. Wir können jetzt einen Eimer Traubensaft machen. Die Trauben können wir hier lassen. Hopfen nehmen wir mit. Wir brauchen Hopfen, Mehl und Wasser, wenn ich mich richtig erinnere. Hopfen, Mehl und Wasser. Haben wir hier noch Mehl? Nein, haben wir natürlich nicht. Dann machen wir doch mal ein bisschen Mehl. Kann gleich hier bleiben. Warum habe ich Karottensamen dabei? Das weiß ich noch nicht. Der Kram bleibt da. Ich habe ja so viel Zeug, was ich eigentlich liegen lassen hätte können. Ja, ich hätte noch Wasser mitnehmen können. Oh, wir brauchen kein Mehl, wir brauchen Weizen. Ach, ja. Eigentlich brauchen wir auch Goldhopfen. Wir brauchen Weizen. Vor allem, wir haben diese blöden Karottensamen dabei. Nur noch Hanfsamen. Den Kram nehmen wir mal mit. Pflanzen wir hier nochmal ein bisschen Weizen an. Wir haben Karotten genug. Wir haben nicht genug Weizensamen. Ach, verdammt. Zweimal Karotten. So, machen wir mal Spitzendünger hier hin. Ich möchte nämlich dann zumindest hier ein schönes Weizenfeld haben. Weizensamen. Wir brauchen guten Hopfen, keinen guten Weizen. Das ist ja... Ach, verdammt. Wir können eh Spitzenprodukte gebrauchen, sagen wir es so. Wir müssen ja noch was für den Händler machen. Ach, da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Schade. Dann werfen wir hier noch ein paar Karottensamen mit rein. Die Karotten sind eh nur von gleicher Qualität. Gemischtes Spitzdüngerfeld. Dann werfen wir hier halt die restlichen Weizensamen rein. So. Passt doch. Jetzt habe ich eine Menge Weizen dabei. Den Torf kann ich gleich hier lassen. Den kann ich gleich mit runternehmen, weil wir brauchen auch irgendwann wieder Dünger. Die Zwiebel muss ich mal loswerden. Die Burger kann ich jetzt mal da reinschmeißen. Nein. Spitzenburger behalte ich. Die kann ich nämlich auch verkaufen. Glaube ich. So, die lasse ich mal da.
lasse ich fix da. Ich muss noch Wasser mitnehmen. Den Kram lasse ich mal da. Auch wollte ich noch mit runternehmen. Davon habe ich so viele Laden, kann ich jederzeit produzieren. Unser Zombie-Freund mal was zu tun hat. Nochmal schnell ein Schluck, damit wir das Wasser auch sammeln können. Einmal fix ausgekippt, damit wir hier auch Wasser haben. So, machen wir mal ein bisschen Bier. Leider nur Standardbier, aber oh, wir brauchen noch 15 Brennstoff. Das hätte ich vielleicht vorher lesen können. Wir haben doch garantiert auch noch irgendwo Brennstoff. Apropos Brennstoff kann ich hier nicht. Schmeißen wir schon mal an. Ich nehme jetzt mal die Kohle mit. So. Ich bleibe dann gleich hier. Brennstoff. Leider kann ich die jeweils nur einzeln anfertigen. Na egal. Da sind schon mal drei Bier, die man herstellen kann. Und alles, was in dieser blöden Händlerkiste ist, lässt sich ja verkaufen. Torf, Torf, Torf. Wo ist der Platz für mein Torf? Da vielleicht. So, die zwei zerstöre ich jetzt auch noch. Dann können wir noch fix eine Geschichte auslesen. Ah, es gibt wieder ein paar Punkte Spiritualität. Das reicht noch nicht für ein Kapitel. Den Kram lasse ich auch mal hier. Ein bisschen Spitzendünger. Geschmacksverstärker. Geschmacksverstärker war, glaube ich, an dem Alchemietisch. Ja, dafür brauchen wir giftige Lösungen. Giftige Lösungen waren. Hier gab es, glaube ich, Pulver. Ja, hier gibt es Pulver, dann gibt es da Lösungen. Giftige Lösungen. Woraus machte man nochmal giftige Lösungen? Ich gucke das mal schnell nach, bevor ich irgendeinen anderen Mist baue. Ach ja, rote Pilze war es. Rote Pilze. Haben wir überhaupt noch rote Pilze? Ich glaube nicht. Dann gehen wir jetzt mal auf Pilzjagd. Nicht, dass wir schon an welchen vorbeigekommen wären. Stimmt, im Sumpf gab es sehr viele. Dennoch holen wir da einen. Ja, genau, im Sumpf gab es ganz viele. Einer bis jetzt.
ich hier eigentlich noch irgendwas handeln? Ah, du verkaufst den Kram alles. Jetzt, wo du wieder weißt, wie es geht, eine aromatische Lösung, ein Goldelixier und Konservierungsmittel. Ich will das Haus ab. Nicht abreißen, sondern abgraben. Da sind so viele Pilze drauf und die sind alle rot. Ja, mach halt. Ich komme in den Pilz nicht ran. Ah, gemein. Na gut, dann kann er sich wenigstens noch ein bisschen vermehren. Ich glaube sogar, das Eisen respawnt. Zumindest hier. Oder wir kamen auch an, nicht an alles ran, das kann natürlich auch sein. Zumindest ein paar von den Pilzen kriegen wir hin. Was macht man nochmal mit dem Schluck auf Gras? Ich weiß es nicht, ich nehme es mal mit. Wir können es ja einfach verarbeiten. Fischangelegenheit, zu der ich jetzt nicht laufen werde und fische. Weil ursprünglich habe ich mir irgendwann mal gedacht, ja, wir können ja die ganzen Fische sammeln, um Energie zu sammeln und damit dann entsprechend uns dann für das Dungeon buffen. Aber warum sollten wir Fische sammeln, wenn wir auch Wein haben können? So. Einmal den Sumpf durchgegraben. Alle Pilze gesammelt. Also zumindest die giftigen. Aber so viel giftige Lösungen, wie wir können. Am besten unter so viel Alkoholeinfluss, wie wir können. So, das zerfällt auch nur an der Stelle. Dann bräuchte ihr echt einen Zombie. Ihr Hasu-Zeug, mach mal. 3 Tage später, alles voll. Na, jetzt werden wir noch müde. Als nächstes erfinden wir den Energy Drink. Damit das mal klar ist. Ich weiß nicht, wofür das genau war. Ach, grünes Zeug. Gesundheitslösung, ja gut. Die perfekte Stelle zu genießen natürlich innerhalb der ersten Folge irgendwann. Wenn man mehrere Stunden aufnehmen möchte und dann am Ende vergessen hat, an welcher Stelle man genau genossen hat und natürlich nicht aufschreibt, wann es passiert ist. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber ihr kennt das ja mittlerweile. Wenn ich eine Session Let's Play aufnehme, dann niese ich natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wenn es niemand anders interessiert. Also wenn sich keiner mehr merken kann. So, das machen wir mal zu Ende. Das ist die Lösung. Gesundheitslösung. Chaosextrakt. Wir haben leider keine Botten mehr hier. Geschmacksverstärker. Erstmal einen Schluck Honig essen. Dann den Geschmacksverstärker wieder einrühren. Dann wieder einen Schluck Honig essen.
haben ja auch noch nie rausgefunden, was passiert, wenn wir einfach nicht ins Bett gehen. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob ich das tun möchte. Und ich nenne diesen Geschmacksverstärker hier Glutamat. Jetzt können wir wieder Honig sammeln. Wir haben nämlich keinen mehr. So, den kann man auch gleich mal anfangen. Torf brauchen wir hier unten dann auch nochmal. Und ich glaube, jetzt ist mal Zeit fürs Bett. Oh, das erste Bier ist fertig. Was macht er denn? Oh, das ist jetzt nicht das Interessanteste, aber es ist etwas. Was haben wir eigentlich noch drin? Was? Wir haben nur eine Menge Brot. Jo, Erfrischung. Das Bier geht ja echt fix. Das braucht halt nur ewig Wasser. Ist wahrscheinlich nur Leichtbier. Ja, jetzt brauchen wir ja definitiv wieder Torf. Dünger haben wir ja. Morgen können wir dann auch die Messer halten. Das gibt ja ein bisschen Glauben. Das ist sehr angenehm. So, den Kram lasse ich direkt hier. Habe ich ja Schwefel. Ich wollte gerade fragen, habe ich eigentlich Gold? Irgendwo ein bisschen Gold. Wir haben Silbernuggets, aber kein Gold. Da haben wir Öl, aber kein Gold. Schwefel, zerfällt zu Schwefelstaub. Mal sehen, kann man irgendwo für Schwefel nutzen? Ich schau mal ganz kurz nach. Nicht, dass es soweit in der Nicht, dass es soweit interessant wäre, aber zu welchem Staub zerfällt das Zeug dann? Weil Schwefelstaub interessiert bis jetzt keinen. Gelb? Lebenspuder? Lebenspuder, okay. Das bringt ja also überhaupt nichts. Da zermalme ich dann doch gleich lieber irgendwelche Blätter und Blüten und so. Wie kann ich das denn da wegmachen? Holzkeile, Holzplanken und einfache Eisenstücke. Okay. Holzkeile, Holzplanken, die werden nicht ausreichen und einfache Eisenstücke. Ich muss die Kisten dann mal auf einen Haufen bauen.
Kreide. Die Arbeit ist langweilig, die kannst du machen. Einfache Eisenstücke. Ich mach mal einen zweiten. Wir haben jetzt 14 Holzkeile. Jetzt warten wir noch fix, bis der seine eine Holzkeile da. Wir haben 14 Holzplanken. Jetzt warten wir, bis die 10 Holzkeile fertig sind. So rum. Wo er sie auch immer hinlegt. Irgendwo legt er sie hin. Ich weiß nur nicht wo. Da sind sie. Da weiß ich, wir brauchen nur 10 Stück. Deswegen nehme ich sie nicht mit. Halt. Ich muss erst die Treppe runter, dann kann ich dafür in die richtige Richtung laufen. Das ist üblicherweise eine einmalige Arbeit. Den Kram kann ich hier lassen. Den Kram kann ich hier lassen. Den super duper Spitzendünger lasse ich gleich hier unten. Den bringe ich gleich mal zum Hexenberg. Torf nehme ich mal mit. Ist doch. Wie fällst gerade? So. Den lasse ich da. Das Torf lasse ich jetzt auch mal da. Weil dann haben wir da quasi ewig genug für den Wein. Gleich fertig mit seiner ersten Karotten-Durchsicht. Was brauche ich eigentlich für eine weitere Zombie-Farm? Holzplanken, Eisenstücke und Nägel. Okay. Habe ich schon ausgetorft? Na gut. Dann machen wir das so. Ach, jetzt ist die Kiste auch voll. Lassen wir den Kram hier. Ansonsten habe ich die beiden dabei, die will ich aber nicht haben. Dann gehen wir fix die Predigt machen, dann mache ich eine kurze Aufnahmepause und ja, nach einer Folge wieder eine Aufnahmepause machen ist super. Eigentlich wollte ich 2-3 Stündchen am Stück aufnehmen. Was fehlt hier eigentlich noch? Ach, ich brauche das Aristokratenzertifikat. Ich erinnere mich, das kostet 12 Goldstücke. Dafür gibt es ja glücklicherweise den Händler. Einmal kurz durchbeten. Das gibt wieder ein paar Silberstücke auf jeden Fall. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Die Kirche ist klasse, auch wenn gerade kein Licht an ist. Aber wir haben hier links und rechts zumindest mehr Platz. Stelle ich gerade fest. Oh, einige finden es toll, einige finden es okay. Spenden sind natürlich immer willkommen. Ich habe das Gefühl, es sind jetzt noch ein paar Leute mehr. Die lassen alle über den Silber da. So, wir können da noch was bauen. Wir können hier noch ein paar Dinge hinbauen. Ja, wir brauchen mal Seide für die Kirchenbank 2.
Aber wie gesagt, ich mache jetzt mal eine kurze Aufnahmepause. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.